Buenos dias, hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Nico, das ist der Noah und heute kochen wir für euch Spanisch. Wir machen ein Hähnchen an einer Honigsoße. Dazu brauchen wir Hähnchen, Honig, Ketchup, Butter, Senf und Currypulver. Für die Honigsoße brauchen wir alle Zutaten bis auf das Hähnchen. Die geben wir dann in einen Topf, lassen diese dann kurz aufkochen und geben sie dann über das Hähnchen. Die Soße ist jetzt aufgekocht, die kommt jetzt über das Hähnchen und das Hähnchen tun wir dann bei 180 Grad, so 35 bis 45 Minuten in den Ofen. Wir haben das Hähnchen bereits in den Ofen getan, aber wir brauchen doch noch einen Nachtisch. Da habe ich eine Idee. Zum Nachtisch machen wir eine Crema Catalana und dazu brauchen wir Zucker, Eigelb, Milch, eine Zitrone, eine Zimtstange und Stärke. Die Stärke geben wir jetzt in eine Schale und die wird dann mit 6 Esslöffeln Milch vermischt. Die restliche Milch geben wir dann in einen Topf mit der Zimtstange und lassen diese kurz aufkochen. Das Eigelb und den Zucker geben wir nun in einen zweiten Topf. Wir verrühren es mit dem Schneebesen so lang, bis sich der Zucker gelöst hat. Die Milch gebt ihr durch ein feines Sieb zu dem Eigelb und zu dem Zucker hinzu. Die Zimtstange müsst ihr vorher natürlich entfernen. Danach gebt ihr die Stärke und die Zitronenschale hinzu. Und dreht das Ganze dann gut um. Die Crema Catalana haben wir in kleine Formen gegossen und die kommt jetzt etwa für 2 Stunden in den Kühlschrank. Das Hähnchen sieht jetzt so aus. Das Ganze ist jetzt fertig und bereit angerichtet zu werden. Das Hähnchen haben wir jetzt angerichtet mit einem schönen Stück Weißbrot und einem Rotwein aus Spanien. Wir haben die Crema für mehrere Stunden kalt gestellt und die kommt jetzt für 2 Minuten bei 250 Grad in den Ofen. Die Crema war jetzt für 2 Minuten im Ofen. Jetzt kommt noch ein Teelöffel Zucker darüber und den karamellisieren wir dann mit dem Bunsenbrenner. So sieht das Ganze dann aus. Der Zucker ist schön karamellisiert und dazu trinken wir noch einen spanischen Sherry.
Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn wir kochen bei Reckless Kitchen.